Ich heiße persönlich Nandana. Ich bin bald 20 Jahre in Tibet. Ich heiße Anna-Maria Gutzmann. Ich arbeite hier seit 19 Jahren. Ich heiße Gottfried Götz. Ich arbeite im Tibet Seefeld seit 6 Jahren. Besonders schön ist, wenn Gäste mit einem Lächeln wieder rausgehen. Jeden Tag Gäste neu begeistern, ist ein schöner Job. Ja. Man kann Gäste durch freudige Zeiten begleiten, man kann sie auch durch traurige Zeiten begleiten. Das macht wirklich Freude. Das ist etwas, das halt so fließend ist, nicht so stark. Im Tibet hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Die Grundidee, das steht noch wie ein Fels in der Brandung immer noch. Was sich verändert hat, ja, ich würde sagen, auch das Bewusstsein zum veganen und vegetarischen Essen. Früher war das so irgendwie ein Birkenstock-Jute-Produkt. Ich bin seit 15 Jahren Vegetarier und am Anfang ist mir komisch angeschaut worden. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich trendig und eigentlich fast schon normal. Und Tibet hat wirklich das vegetarische Essen in den Lifestyle katapultiert. Und auch von den Rezepten her, die wir kochen dürfen, immer ein bisschen innovativer. Und auch mit dem Foodbase, dass man dort ein bisschen schaut, dass man Sachen, die man normalerweise vorrühren kann, kann man trotzdem auch coole Sachen daraus machen. Das ist, ja, macht Spass. Also wir haben ein sehr spezielles Team. So gute Menschen habe ich das erste Mal kennengelernt in Tibet. Und ich habe Tibet sehr gern. Tibet ist mein zweites Zuhause. Die Mitarbeiter sind mit der Zeit zu Freunden geworden. Man fühlt sich einfach wohl. Das sagt mein Herz auch. Es macht einem auch ein bisschen stolz, zurückzuschauen. Und es ist viel passiert. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, es ist so schnell vorbeigegangen. Ja. Ich wünsche Tibet alles Beste und dann sie weitergehen und dann wieder neue Produkte, noch mehr Produkte, neue Produkte machen. Und ganz viele zufriedene, begeisterte Gäste. Dass wir nur 20 Jahre bestehen. Ich wünsche Tibet einfach so viel Erfolg wie möglich, weil es verdient sich. 17 Jahre bin ich dabei und ich bin immer noch gerne dabei und ich werde noch lange bleiben, wie lange ich kann. Wie lange ich gesund bin, ich bleibe weiter. Ja.